Tom's Talk Time, Folge 797. Bleibe deinen Träumen treu. TomsTalkTime.com, der Erfolgspodcast. Inspiration für deinen persönlichen Erfolg. Von und mit Tom Kaulitz. Hallo Podcast Nation, ich begrüße dich heute wieder bei strahlendem Sonnenschein und blauem Himmel hier aus dem wunderbaren Dubai und freue mich auf unseren heutigen Interviewgast. Meine Leitung geht nach Frankreich, direkt an der deutschen Grenze in der Nähe von Saarbrücken. Bei mir im Interview ist die Margojata Sagoston. Margojata, schön, dass du hier bist. Oh, vielen Dank, Tom. Ich freue mich sehr, hier mit dir zu sein. Schön, dass du da bist. Margojata, ich hoffe, ich habe deinen Namen nicht verunstaltet. Habe ich ihn richtig ausgesprochen? Ich bin begeistert, weil ich gebe zu, es ist ein polnischer Vor- und Nachname und sogar die Polen haben manchmal damit Schwierigkeiten, geschweige von Menschen, die in Deutschland oder Frankreich leben. Und du warst wirklich, sagen wir, 99%. Fast yes. Perfekt. Sehr gut. Dankeschön. Margojata, du bist seit über 30 Jahren Profi-Geigerin und psychologische Beraterin, so mit Staatsexamen und alles, was dazugehört. Dein Thema ist Lebensträume spielend verwirklichen, und zwar mit dem Körper als Musikinstrument. Das heißt, du bringst deine psychologische Erfahrung und deine Musikererfahrung praktisch zusammen und baust damit ja komplette Programme für Menschen, hauptsächlich für diejenigen, die sagen, hey, eigentlich habe ich schon alles, aber ich bin trotzdem irgendwie nicht glücklich, obwohl ich eigentlich glücklich sein müsste. Irgendwas fehlt da noch bei mir im Leben. Und da grätst du genau rein und nimmst diese Leute an die Hand und bringst denen neue Möglichkeiten und Wege, wie sie eben doch nicht nur alles haben können, sondern auch eben dazu noch glücklich sein können. Ist das so als grober Überblick über dich richtig gewesen? Ja, sehr gut. Geige spiele ich natürlich viel länger, aber diese Verbindung Geige und Körper, das ist mir wirklich vor ungefähr 30 Jahren schon bewusst geworden. Und zwar, ich bin damals auf diese, sagen wir, neue Idee gekommen, dass meine Geige genauso gebaut ist wie ein menschlicher Körper. Und zwar, die Geige besteht aus obere Decke und untere Decke. Mhm. Und dazwischen ist so eine kleine zylindermäßige Holzstück, die nennt sich bei der Geige Stimmstock. Interessanterweise, in slawischen Völkern nennen wir das die Seele eines Instruments. Okay. Und weißt du, und für mich damals dachte ich, wie spannend ist das denn? Weil diese zwei Elemente, oben, unten, ist wie im Körper Verstand und Herz. Und die Geige vibriert nur, weil dieser Stimmstock überträgt die Energie und die Frequenzen, die Schwingung von einer Decke zu anderen Decke. Und irgendwann habe ich gedacht, wie spannend ist das denn? Weil wir sehen bei Menschen immer so auch so eine Teilung. Es gibt Menschen, die mehr Verstand gesteuert sind. Und sagen wir, die sind auch vielleicht nicht immer im Leben glücklich. Und dann gibt es Menschen, die mehr emotional gesteuert sind. Aber auch diese Menschen haben eigene Probleme. Ja. Und ich dachte, das ist so wie mit der Geige. Wenn ich weiß, wie man diesen Stimmstock schiebt, und das tut man auch bei der Geige, dass die besser klingt, und das sind Millimeterarbeiten. Und wenn man Verstand mit dem Herzen verbindet und das richtig stimmt, dass das alles zusammen harmoniert, dann, weißt du, dann fühlt sich der Körper so gut, dass er klingt. Dann kommst du in die Freude. Das ist andere Lebensenergie, andere Lebens, sagen wir, Qualität. Und ja, und so hat meine ganze Reise mit dem Körper und Instrument begonnen. Okay, spannend.
Wenn du jetzt sagst, du spielst schon viel länger als 30 Jahre Geige, mit welchem Alter hast du denn angefangen mit Geige spielen? Mit 6 Jahren. Also, weißt du, wenn du Profimusiker sein möchtest, vor allem Streicherinstrumente, wir fangen wirklich sogar 6 Jahre, war schon spät. In heutigen Zeiten fangen die Kinder schon mit 3 Jahren Instrumente zu spielen. No way, echt jetzt? Ja, ja. Es ist ein mühsamer Weg, weil, weißt du, ich habe wirklich fast mein ganzes Leben auf der Bühne verbracht und die Bühne hat eigene Gesetze und auf dieser Bühne, du hast nie eine Generalprobe. Auf der Bühne hast du immer Konzerte, so wie dein Interview. Weißt du, du musst in eine bestimmte Frequenz kommen, mit einem bestimmten Körpergefühl, dass du so ein Flow-Gefühl erschaffen kannst. Und mit diesem Flow, der aus deinem Körper kommt, nimmst du das ganze Publikum mit. Mhm. Und dann kannst du mit der Musik spielen, weißt du, und Menschen Emotionen kreieren. Ob das nostalgische oder lustige oder richtig zum Ausflippen Musik ist. Und die Aufgabe eines Musikers ist, eben die Menschen in diese Welt einzuladen und den Menschen diesen Raum zu erschaffen, dass die sich da einfach entspannen oder eben mehr Energie bekommen. Ja. Und und das Gleiche geschieht dann mit dem Körper, ne? Mit dem, in den Körper hast du deine Gedanken, Emotionen als Mindset. Mhm. Und dann hast du die sichtbare und nicht sichtbare Welten. Und dieses Spiel, wie man damit spielt, ist eben so, so magisch und so, ja, so interessant. Ja, ja, okay. Ich glaube, ich weiß, was du meinst. Also zumindest fühle ich das so ein bisschen raus. Auch so deine Begeisterung von der ganzen Sache. Das ist echt. Das freut mich. Weißt du, ich bin wirklich, es ist, sobald man diese Gesetze mehr versteht, und ich habe wirklich so viele Jahre dafür gebraucht, um zu kapieren, warum manche Menschen zum Beispiel auf der Bühne charismatisch wirken. Die kommen wirklich auf die Bühne und du weißt, wow, jetzt kommt was Besonderes. Und das Gleiche muss nicht nur auf der Bühne sein, sondern im normalen Leben merkst du das auch. Es gibt Menschen mit unglaublicher Ausstrahlung. Mhm. Und wenn die anfangen, Musik zu kreieren, nenne ich das so, dann, weißt du, diese magische Moment, wo Leute wirklich so zuhören, dass du fast in den Räumen so eine Fliege hörst. Das steht alles. Du traust dich nicht zu bewegen. Und dann gibt's diese andere Form. Es kommen Leute, Künstler, die perfekt vorbereitet sind und macht, in meinen Augen, macht man so ein obligatorisches, ja, Applaus. Ja. Aber das war auch kurz und dann verschwindet diese ganze Atmosphäre sehr schnell und Menschen gehen auch aus dem Saal raus. Ja. Und diese Frage, wie ist das? Wie funktioniert das? Warum manche Menschen eben so charismatisch sind und bei denen läuft alles auch im Leben viel anders? Und wo ist dieses Feld, wo den Menschen eben nicht das gelingt und wo die Herzen vom Publikum nicht erreichen können? Und naja, und dafür habe ich wirklich 30 Jahre gebraucht. Und okay. Und dafür eben unzählige Methoden eben für Mindset. Ich wollte immer bei den Besten lernen. Mhm. Also von Bob Proctor über, weil ich auch Russisch spreche, dann habe ich für alle diese Energiearbeit und unsichtbare Felder wie Intuition, eben Hellsicht, weil ich hellsichtig bin, habe ich auch da diese ganze Möglichkeiten und wie diese Formen funktionieren, eben gelernt. Und irgendwann kam dieses, aha, so läuft das. So ist der Schlüssel. So kann mein Körper stimmen, dass er das kreiert, was du möchtest. Okay, dann kläre ich mal kurz auf, weil du hast mich da gerade wirklich neugierig gemacht und da habe ich mich selber auch erwischt, wenn ich so überlegt habe, wenn man mal irgendwie, egal ob jetzt im Fernsehen oder auf einem Live-Konzert oder sonst wo, bestimmte Leute sieht, das ist wirklich genauso, wie du sagst. Manche, die singen gut, wo man sich denkt, jupp, hat gepasst, war toll, Punkt. Und dann hat man welche, die kommen auf die Bühne, singen
Und man denkt sich, oh fuck, wie geil ist das denn gerade, wo du wirklich vom kleinen Zeh bis in die Haarspitzen eine Gänsehaut hast. Aber ich kann es nicht beschreiben, warum, weil ist ja nicht so, dass der andere davor nicht gut gesungen hat. Der hat ja auch gut gesungen, aber mich irgendwie nicht so getoucht. Woran liegt das? Tom, und das ist geniale wirklich Bemerkung von dir. Weil schau mal, wenn jemand sich nicht im Körper mit diesen zwei Ebenen verbindet, diese Verstand und Herz, und wenn die beiden Ebenen mit diesem Stimmstock, wie ich nenne, oder diese Brücke zwischen Verstand und Herz, wenn die in einem Künstler nicht stattfindet, oder das kann auch ein Redner sein, ein Schauspieler, weißt du, Menschen, die für Menschen etwas tun, dann kommt sowas wie eine Materie. Und diese Materie ist da, du kannst das bewundern, auch gefällt mir oder gefällt mir nicht. Aber diese Begeisterung, die dich wirklich, so wie du sagst, von Kopf bis Fuß, wie Marlene Dietrich Neues gesungen hat, ja. Wenn du das hast, dann auf einmal fangen die Energiefelder zu funktionieren. Das ist diese unsichtbare Kraft, wo die Energie auf einmal so einen Raum nimmt. Und wenn du bedenkst, es gibt diesen tollen Mann, Amerikaner, den ich sehr schätze, Greg Braden. Er hat sich damit sehr befasst und hat entdeckt, dass die Herzfrequenz in der Energiefeld kann bis zu ein paar Kilometer Wirkung haben. Mhm. Und Verstand, wenn du das in medizinischen Geräten messen würdest, hat eben diese so und so eine Frequenz und die ist ziemlich beschränkt. Und jetzt ist gerade das, was mich so fasziniert in dem Körper und Musik, weil hier geht immer um Frequenzen, um Schwingung und wie kannst du das so vibrieren lassen, dass der Körper als Energie, weil wir sind letztendlich 99,99999 danach, Punkte, wir sind Energie. Mhm. Materie ist 0,00001. Mhm. Okay. Und jetzt ist eben, wenn du verstehst, wie du diese Energiefeld bewegst, kannst du den eben nach oben, nach unten, nach links, nach rechts mehr intensive, kompakte machen. Du kannst alles damit machen. Und schau mal, auch mit der Stimme, wenn ich mit dir spreche, ich könnte natürlich jetzt ganz langsam sprechen, wenn ich einen Menschen in die Hypnose versetzen möchte, weil er muss entspannen. Mhm. Und wenn ich einen Menschen aus dieser Lethargie, aus Depression reinbringen will, dann würde so eine Art ihm überhaupt nicht rausholen. Dafür brauche ich andere Energie. Also wird meine Stimme eben, du siehst, ich mache mehr Stimme, die nach oben geht, nach unten geht. Ich jongliere mit der Stimme, um Spannung zu erzeugen. Okay. Das machst du auch, apropos. Okay, ist mir so gar nicht aufgefallen. Dankeschön. Bitteschön. Okay, das heißt, wenn ich jetzt selber zu denjenigen gehören möchte, die auf der Bühne stehen, auch wenn ich jetzt kein Sänger bin, sondern vielleicht nur Speaker bin oder so, oder einfach nur einem Business-Event auf die virtuelle Bühne gehe, das heißt einfach bei dem Netzwerken andere Leute kennenlernen möchte. Wie kann ich das denn schaffen dann, dass ich eben nicht zu den, in Anführungsstrichen, Sängern gehöre, die gut sind, sondern zu denen, wo die anderen Leute eine Gänsehaut kriegen und sich denken, Alter, was kommt denn da gerade für einer? Ist das geil, sich mit dem zu unterhalten? Tja, und da kommen eben mein ganzes Wissen, meine Techniken, wie ich zum Beispiel Menschen, und das muss tatsächlich nicht mit dem Künstler sein, das habe ich jetzt jahrelang gemacht, um zu testen, wie es alles funktioniert. Und je näher ich zu meinen Fällen, aus dem Fällen habe ich gelernt und habe ich immer das gefeilt und gefeilt. Und jetzt würde ich sagen, meine Techniken erlauben einem Menschen eine sehr, sehr große Selbstvertrauen zu entwickeln, mhm. Überzeugungskraft, dass so wie du bist, bist du perfekt. Und schon mit diesen zwei Elementen, weißt du, und vor allem das Dritte, was noch kommt, und das ist ein finde ich, sehr wichtiger Teil,
ist Vertrauen in das, was du tust. Und ich kann hier ganz schnell ein Beispiel aus der Musik machen. Also wir müssen natürlich für die Bühne Perfektion, also üben. Wir haben, wenn man mich in der Nacht wecken würde und ich müsste jetzt Solo-Konzert spielen, dann nehme ich die Geige und ich spiele sofort. Okay. Aber wenn du auf der Bühne bist, kommt natürlich ein bisschen Adrenalin ins Spiel, kommt ein bisschen Lampenfieber und natürlich deine Perfektionshaltung bröckelt ein bisschen. Man kann Autopilot anschalten, ne, dass die Finger alleine spielen, aber es ist nicht das Gleiche. Und in dem Moment kommt Vertrauen. Weil wenn ich vertraue, dass ich, egal was mir passiert, immer eine Lösung finde, andere Fingersatz, vielleicht andere Bogenart, dann bin ich locker, ich bin entspannt, ich bin nicht in diese verspannte Haltung, oh Gott, hoffentlich wird alles gut, sondern du gehst im Vertrauen, es wird alles okay, irgendwas wird immer ein Weg sich mir zeigen, wo ich weiß, wie ich da rauskomme. Mhm. Und weißt du, dieser berühmte Spruch, wenn du Zitronen bekommst, mach daraus Zitronenwasser. Das ist genau dieser Punkt. Mach das Beste draus, was du hast. Ja, das stimmt. Auch so ein bisschen mit Improvisieren und dann halt nicht so dieses Kopf in Sand, sondern einfach, okay, ist gerade jetzt, keine Ahnung, habe mich versprochen oder sonst was oder einen falschen Ton gesungen oder gespielt, egal, weitermachen und dafür jetzt wieder richtig. Genau. Und weißt du, ich glaube, Fehler verzeiht im Publikum oder in normalen Menschen jede. Also wir sind nur Menschen und wir machen Fehler. Ja. Aber das, was ich Menschen versuche beizubringen, ist diese Fehler erkennen, daraus lernen, gucken, wo du deine eigenen Blockaden, Glaubenssätze, zu wenig Mut oder welche Emotion auch immer ist, die wie ein Hindernis zu diesem Ziel steht. Dann natürlich, weißt du, kommen Menschen auch zu anderen Ergebnissen. Ja, ja. Okay. Was ist denn für dich so das Beste an deiner Tätigkeit? Was begeistert dich an dem, was du tust? Also, ich glaube, das ist diese Verbindung zwischen zwei Welten, diese wie meine Geige, diese sichtbare materielle Welt und unsichtbare. Und bei Körper ist, wenn ich sage, okay, ich muss mich um meinen Körper kümmern, aber der braucht natürlich bestimmte Nährstoffe, er braucht Bewegung und so weiter. Das ist nur ein Aspekt. Mhm. Und dann kommt diese unsichtbare Welt. Das ist Welt von Emotionen, Gedanken. Und diese Welt musst du auch steuern. Und dazu kommt noch Intuition, Wahrnehmung. Und diese Verbindung zwischen zwei Welten, diese Kreation mit dem Stimmstock oder mit diesen, wie Slawen sagen, mit der Seele zu verbinden, macht eben diese Magic. Ja, ja, okay. Und das begeistert mich, zu entdecken eben, warum ist das so und warum ist es anders? Wie könnte ich anders? Wie gehe ich ein Hindernis praktisch um, wie im Wasser? Wenn du genau Wasser beobachtest, so ein Bach, dann kommen viele Steine, die da liegen. Und das Wasser hat diese unglaubliche Kraft, Hindernisse zu umgehen. Das Wasser sammelt sich kurz nach dem Hindernis zu einem Wirbel und dann fließt es weiter. Ja. Also eigentlich, so ist es. Ja, stimmt. Das ist eigentlich eine schöne Metapher. Also von wegen, das Wasser ist kurz durcheinander, Klammer auf, in Gedanken, Klammer zu. Und genau. Dann werden die Gedanken wieder geordnet und man fließt einfach weiter, wie man es eigentlich vorher auch getan hat. Genau. Und weißt du, Tom, ich habe noch ein so, weil ich natürlich, meine Geige hat mir erlaubt, wirklich so viele Träume zu erfüllen. Und ich dürfte durch die ganze Welt mit der Geige fahren und Konzerte geben, Menschen treffen. Und mich hat immer begeistert, weil du fragst, was begeistert mich an diese Tätigkeiten, die ich mache. Noch ein Vergleich. Es gibt in Japan eine berühmte Suppe, die heißt Miso-Suppe. Mhm. Und diese Suppe hat eine Miso-Paste, da sind Sojabohnen, die fermentiert sind und dann kommt ein bisschen Tofu und so grünes Zeug, Algen und so weiter. Die übergießen das mit heißem Wasser und wenn diese Suppe vermischt ist, dann siehst du so richtige Suppe, ein Brei, so eine Minestrone, wo alles stimmt.
Aber sobald diese Suppe auf dem Tisch steht und du gibst diese Suppe Zeit, dann setze ich diese Misopaste ganz unten auf dem, in dem Teller. Dann das grüne Zeug ist auch drauf und dann kommt wirklich nur durchsichtiges Wasser. Und die Japaner vergleichen unsere Mindset, unsere Gedankenwelt wie so eine Miso-Suppe. Wenn du in dem Chaos bist, wie das Wasser, wenn ein Hindernis umgegangen ist, kannst du keine Entscheidung treffen, weil deine Gedanken sind in so einem Wirr, dass du, wie man in Deutschland sagt, keine klare Gedanken bekommen kannst. Mhm. Aber wenn du deinen Geist beruhigst, und das können wir durch Meditation oder ich habe ein paar Tricks noch, dann aus diesen Wahrnehmung, da siehst du von oben, was alles dort sich befindet, aus dieser Wahrnehmung kannst du völlig andere Entscheidungen treffen. Ja, ja gut, das denke ich mal ist ein offenes Geheimnis, dass man, wenn man 1000 Gedanken im Kopf hat und total, ich sag mal, wirr im Kopf ist, dass man dann keine klaren Gedanken fassen kann und auch in der Regel in dem Moment auch keine guten Entscheidungen treffen kann. Ich glaube, das hat jeder schon mal in seinem Leben erlebt. Ja, garantiert. Die Emotionen hoch sind, geht der Intellekt runter. Genau. Und letztendlich, darüber hat schon Einstein gesprochen. Bob Proctor sagte immer, wenn du immer wieder das gleiche Auto kaufst, dann wirst du nie aus deiner Komfortzone rausgehen. Du musst immer große Ziele haben, groß träumen, sonst kannst du nie etwas Besseres in dein Leben reinbringen. Ja. Und deswegen bin ich auch, weil so viele Menschen brauchen Rituale als Sicherheitsmomente. Ne? Du stehst auf und du machst immer das Gleiche, putzt du erst die Zähne, wäschst du die Hände, gehst du duschen, machst du immer die gleiche Art des Frühstücks. Und weißt du, was das für Körper bedeutet? Der Körper, der sich daran gewöhnt, das ist wie meine Geige, wenn ich die immer gleich stimmen würde, so wirklich perfekt gleich. Der Körper schwingt nicht, er gewöhnt sich dran. Aber null hochvibrierende Körper kreiert hochvibrierende Ereignisse. Und ich weiß nicht, ob du das weißt, aber in Medizin sagt man, dass eine gesunde Zelle hat ungefähr zwischen 70 und 100 Millivolt Spannung. In dieser Spannung kann die Zelle untereinander kommunizieren. Und wir haben natürlich Millionen, Milliarden davon. Und die Krankheit hat diese Eigenschaft, dass die Spannung in der Zellenwelt runtergeht. Also krebskranke Leute haben ungefähr 30 Millivolt Spannung im Körper. Das heißt, in dem Moment können sich die Zellen untereinander überhaupt nicht mehr unterhalten, nicht kommunizieren, nicht austauschen. Und wenn ich jetzt zurückkomme zu dem, also diese Spannbogen, wenn du fragst, warum haben manche Menschen Charisma? Weil die diese Spannung im Körper auf unfassbaren, großen und hohem Level halten. Und da gibt's Tricks. Und umgekehrt, wenn du diese Rituale machst, dann dein Körper gewöhnt sich dran und er vibriert nicht mehr. Weil alles ist normal, du bist nicht mehr überrascht, weißt du? Du bist nicht mehr erfinderisch. Du versuchst nicht, eben Probleme aus anderer Perspektive zu sehen, aus einem anderen Blickwinkel. Und das sind die Spiele, die mich so begeistern. Okay. Das heißt, wenn wir mal auf deine Programme mal umschwenken. Wie und womit verdienst du dann jetzt ganz konkret dein Geld? Ist das das Geigespielen? Ist das das Coaching? Ist das eine Mischung aus beidem? Oder ist das irgendwas ganz anderes? Also, ich mag das Wort verdienen nicht, weil ich verdiene das Geld nicht. Ich bekomme das Geld. Ich bekomme Geld durch meine Arbeit, die ich so liebe und die Menschen, die einfach viel Freude davon haben, was ich tue, also geben mir das Geld dafür. Okay. Ja. Und das klingt für mich, weißt du, für mich
das hat andere Vibration. Und Tom, versuch das jetzt zu testen. Sag dir einen Satz, ich verdiene das Geld und fühl, was dein Körper damit macht. Mhm. Hast du's? Ja. Okay, und jetzt sagst dir, ich bekomme das Geld für mein, wirklich für das, was ich so liebe. Ja, das fühlt sich ganz anders an, fühlt sich besser an. Siehst du? Und in dem Moment hat dein Körper völlig andere Vibration bekommen. Und nochmal sage ich mein Lieblingssatz. Wer sich gut fühlt, er klingt anders, er vibriert anders. Okay, ja. Und meine Aufgabe ist eben diese Ebenen in Menschen zwischen Herz, Verstand, Intuition so in Harmonie zu bringen, dass der Mensch, so wie du jetzt sagst, es fühlt sich anders an. Und dann hast du andere Ideen, andere Ziele, andere Möglichkeiten kreiert. Ja. Okay. Ja, verstehe. Macht Sinn. Okay, dann muss ich mich. Dann formuliere ich die Frage um. Für was bekommst du dein Geld, also ganz konkret, also für welche Tätigkeiten? Also das eine ist tatsächlich als Geigerin, also mit verschiedenen Arten von Musik, solistisch, Kammermusik, mit Orchester. Mhm. Und das andere ist, ich komponiere auch ein bisschen, weil ich für Menschen auch so Heilmusik mache, mit bestimmten Frequenzen, die für Körper einfach individuell angepasst sind. Mhm. Und das andere ist eben mein Coaching, also das, was ich eins zu eins mit Menschen mache. Mhm. Bei dem Geigespielen hast du gerade die verschiedenen Bereiche aufgezählt, jetzt ob als Solistin in einem Orchester und so weiter. Was macht dir am meisten Spaß davon? Oder kann man das nicht so unterscheiden? Ach, weißt du, das wäre wie, welche Vorspeise oder welche Hauptgericht mir am besten schmeckt. Ne? Nudel, Fleisch oder vegetarisch, schwer zu sagen. Okay. Alles hat seine Plus- und Minusseiten, so würde ich sagen. Natürlich, wenn ich solistisch auftrete, muss ich mich völlig anders dafür vorbereiten, auch mit meinem ganzen Mindset. Mhm. Auch wenn ich Quartett oder Kammermusik spiele mit mehreren Menschen, das ist andere Art von Arbeit, weil ich muss mich mit anderen besser verstehen. Das ist diese nonverbale Verständnis. Da sind wieder andere Attribute gefragt. Also alles hat seinen Charme. Okay. Kommt das eigentlich in einem Konzert auch mal vor, dass du auch mal eine Note verhaust, wenn du in einem Orchester spielst? Ja. Okay. Aber weißt du was, da habe ich wenige Sorge, weil ich spüre das schon in meinem Körper. Jetzt, das ist so kurz, oh! Und dann versuche ich das so zu kaschieren, dass, weißt du, wenn Menschen das nicht wissen, dann wissen sie das nicht. Kriegt man da von den Kollegen schon mal irgendwie so einen bösen Blick von der Seite zugeworfen, wenn man sowas macht, oder eher nicht? Oh ja, oh ja. Also Musikerwelt ist volle Konkurrenzfelder und volle Leistungsdruck. Also wir müssen leisten, also so ist es nicht. Okay, alles klar. Ja, hätte ja sein können, dass man dann so von wegen kollegial einfach so von wegen drüber hinweg sieht und so nach dem Motto, oh gut, dass mir das nicht passiert ist. Das gibt's auch natürlich, klar, weißt du, es ist alles und ich glaube, man kann hier keine Pauschalaussage geben, weil es hängt immer von einem Menschen ab. Wir sind nur Menschen und es sind Menschen, die sehr tolerant sind und sind Menschen, die Gegenteil davon sind. Wie in jedem Bereich der Gesellschaft. Also wie überall. So ist es. Wir sind nur Menschen mit verschiedenen Vorlieben und Tätigkeitsbereichen. Das ist alles. Wenn wir auf deine Coachings eingehen, gibt es da einen bestimmten Bereich, der dir am meisten Spaß macht? Ja, und zwar, da hilft mir natürlich meine Hellsichtigkeit, weil wenn ich eins zu eins mit Menschen arbeite oder ich habe jetzt auch schon ein bisschen durch Zooms mit Gruppen probiert, die Gabe, die ich habe, ist, ich sehe die Felder, die Energiefelder in Menschen, die Menschen blockieren. Und
irgendwie, ich kriege so durch meine Intuition fast wie so eine Stimme in mir sagt, das liegt damit zusammen, mit dem Gefühl, mit so einem Ereignis. Und dann frage ich wirklich die Menschen, was ist passiert in deinem Leben vor ein paar Monaten, ein paar Wochen oder was hast du als Kind mit 3 Jahren erlebt? Und ich arbeite ein bisschen anders mit Menschen. Ich gehe nicht in diese Felder, weißt du, und versuche Arbeit mit innerem Kind, mit einer Blockade, mit vergangenem Leben. Das kannst du alles machen. Ich beschäftige mich damit nicht, okay, weil ich möchte diese Felder nicht vergrößern. Womit ich mich beschäftige, ist, Energie in andere Richtung zu leiten. Energie kannst du nicht verändern, nicht transformieren. Ja. Energie kannst du nur anders leiten. Und das ist, mache ich in meiner Arbeit. Ich leite bei Menschen Energie in andere Richtung. Und dadurch natürlich kommt die Entlastung für dieses Problem, womit die zu mir gekommen sind. Wie kann ich mir das vorstellen? Hast du mal ein Beispiel von einem ehemaligen Klienten, wo man das mal veranschaulichen kann? Ja, ich habe das, was mich am meisten beeindruckt in kurzer Zeit jetzt, war eine Klientin, die war 35 und die hatte Depressionen gehabt und war schon 3 Jahre in psychologischer Betreuung. Und und das war mal besser, mal schlechter, aber quasi diese Depression war nicht weg. Und als sie zu mir kam, war sehr spannend, weil sie hatte Tätigkeit als eine Sekretärin und ich habe in meiner Wahrnehmung gesehen, dass sie eine Gabe hat, mit Tieren zu kommunizieren. Und nachdem wir angefangen haben, schon dieses erste Gespräch zu führen, habe ich natürlich gefragt, wie ist ihre Verhältnis zu Tieren, und wirklich ihre Augen leuchteten in dem Moment wie 2 Sterne. Okay. Und und weißt du, Depression ist, du musst den Menschen aus dieser Lethargie, aus dem steifen Körper, im steifen Körper passiert keine Vibration. Also ich versuche den Mensch in so ein Feld zu leiten, wo ich durch die Wahrnehmung nehme, das bringt diesen Mensch in Vibration. Und dann habe ich ihr empfohlen, eine Tierkommunikation-Ausbildung zu machen, es ein bisschen zu schnuppern und das zu machen. Und das hat sie wirklich auch gemacht. Und das Spannende war, sobald wir diese Kurse angefangen haben, dann hat sie schon wirklich immer mit so schon begeisterter Stimme gesprochen. Ach, jetzt habe ich das. Und ich habe schon gemerkt, jetzt fängt an die Heilungsphase. Okay. Und jetzt nach 6 Monaten, hat sie ihre eigene Firma aufgemacht. Und näht sogar bestimmte Kleidung für Tiere, vor allem für die Hunde, weil sie liebt besonders Hunde, wo sie bestimmte Steine, Kräuter tut und mit Tieren kommuniziert. Die fragt sie immer, was sie brauchen. Also ist echt unfassbar, was die Frau gerade auf die Beine stellt. Okay, ja, das hört sich so ein bisschen an. Das ist richtig. Okay. Wie erklärst du dir das, dass jemand mit Tieren kommunizieren kann? Ja, und da könnte ich dich so fragen. Wir benutzen in unserer Welt Felder, die wir nicht sehen. Wir sprechen jetzt auch nur durch die Felder. Das ist unser Strom, was wir nicht sehen. Skalarwellen, Radiowellen, Funkwellen. Die sind nicht sichtbar für dein Auge. Aber in Realität, in der Materie, kannst du das sehen. Ja. Und diese Tierkommunikation oder Hellsicht oder Hellhörigkeit, alles, was du hast in dieser Wahrnehmung, ist nichts anderes als entwickelte Fähigkeit, das in ein Bild zu verwandeln. Das heißt, du gehst in ein Feld und du kriegst dafür ein Bild vor Augen oder eine Information, und das ist alles. Das ist alles, das hört sich jetzt so leicht an. Das ist auch leicht. Und weißt du, wir haben das alle.
Bloß okay. Manche Menschen haben das nicht ganz vergessen. Ich habe wirklich auch mal, als ich diese russischen Heiler für Energie kontaktiert habe, ich habe sehr lange dort Ausbildungen gemacht. Das kannst du alles lernen. Dafür gibt es Techniken. Das ist in dem Sinne wirklich einfach. Jeder kann das. Und vor allem, schau mal, manchmal hat man sogenannte siebte Sinn. Ne? Du fühlst, du gehst in einen Raum, irgendwie stimmt was nicht. Oder du gehst in einen anderen Raum und denkst du, oh Gott, ist hier eine dicke Luft. Das ist die Wahrnehmung, genau diese Art. Okay. Ja gut. Wie lange braucht man für sowas, um sowas zu lernen? Kann man da irgendwas pauschal sagen oder ist das auch völlig unterschiedlich? Sehr unterschiedlich, weil sagen wir, es gibt Menschen, die sofort offen dafür sind und auf einmal spüren die, wenn ich so erste Übungen dafür gebe, zum Beispiel bei Einkaufen, welche Obst sollst du kaufen, wie spürst du das, dass die erste zwei weißt du, Erfolge, wo die zum Beispiel in die Tag hineingehen und früh müssen die schon denken in diese Übung, was passiert mir gerade heute? Ja. Und weißt du, diese erste Erfolge, weil der schon eine Information wahrgenommen hat, die sich wirklich erfüllt hat, gibt so eine Überzeugung, dass es wirklich funktioniert. Okay. Und berühmteste Sache, glaube ich, was sehr viele Menschen machen, ist diese berühmte Bestellen eines Parkplatzes. Ja, ja, das stimmt. Es ist genau das Gleiche, Tom, deswegen, es ist das Gleiche. Und du kannst Parkings bestellen, aber du kannst auch tolle Business bestellen, tolle Partnerschaft, gesunder Körper. Es spielt keine Rolle, was du bestellst. Ja, ja. Ja, das stimmt. Das ist richtig. Okay, sehr cool. Margarita, spannendes Thema. Ich könnte mit dir dann noch wirklich weiter drüber quatschen, aber die Zeit läuft ein bisschen. Von daher würde ich mit dir jetzt gerne in die Blitzlichtrunde rüber starten. Okay. Und zwar, hier stelle ich eine Reihe von Fragen und deine Aufgabe besteht darin, möglichst schnell, spontan und kurz, also wenn es geht, mit einem einzigen Wort oder einem kurzen Satz zu antworten. Bist du bereit? 3, 2, 1, los. Los geht's. Was hat dich ursprünglich davon zurückgehalten, Unternehmerin zu werden? Weil ich von meiner Geige so besessen war und mein Traum war, nachdem ich aus Polen weggefahren bin und wir dürften damals nicht reisen. Ich wollte Welt bereisen, Welt sehen, abgefahrene Dinge machen von Tibet, Indien, Aborigines, Papua-Neuguinea, weißt du, mit verrücktesten Dingen spielen. Und das war mir viel wichtiger, was ich im Leben erlebe, als ein Business. Okay. Was war der beste Ratschlag, den du jemals erhalten hast? Bleibe deinen Träumen treu. Was ist deine größte unternehmerische Stärke? Die Fähigkeit, in zwei Welten zu Hause zu sein. Mit dem Körper weißt du, was er braucht und in diesen unsichtbaren Welten mit Wahrnehmung und Intuition und die Verbindung dazwischen. Was ist deine größte unternehmerische Schwäche? Perfektionismus. Was war der wichtigste Schritt, der dich zum Erfolg gebracht hat? Großträumen. Ich habe alle Träume wirklich, ich habe ein Heft, als ich aus Polen weggefahren bin, mir ein Heft gemacht mit meinen Träumen. Mhm. Und und ich habe die fast alle abgehakt und das war jetzt mein Traum, ja, das alles dem anderen Menschen beizubringen. Und weißt du was, Tom? Das Spannende ist, nachdem wo ich wirklich das entschlossen habe, kamst du in mein Leben. Und du weißt das nicht, aber du hast unglaublich große Rolle in meinem Leben gespielt. Okay. Weil als ich mit Musiker gearbeitet habe, wollte ich auch einen Podcast mit allen diesen berühmten Menschen machen. Und ich habe von über 12 Jahren, sind das glaube ich, ein Podcast-Programm bei dir gekauft. Und dann habe ich das gesehen, wie du lebst, wie du träumst, wie du deine Träume erfüllst, weißt du, mit tollen Landschaften und deinen Wohnwagen. Und ich habe mir gesagt, genau, ich muss anfangen, groß zu träumen. Ich muss anfangen, noch verrücktere Sachen zu stellen und auf die Beine zu bringen. Naja, und das war mit diesen Online, was ich jetzt Online-Kurse stellen möchte, war so kurz eine Woche später wirklich in meinem Leben wieder. Sehr schön. Danke für die kleine Geschichte. Ja, gerne.
Mit welcher Person, egal ob lebend, tot oder fiktiv, würdest du mal gerne ein Kamingespräch führen und worüber würdest du reden wollen? Dann würde ich, glaube ich, für diese reale Welt meinen Lieblingskomponisten zu Gespräch einladen. Das ist Frédéric Chopin. Klar, natürlich, da kommt diese, sagen wir, landsmännische Verbundenheit und ich liebe ihn. Ich habe sogar für polnische Rundfunk mal Aufnahmen, die von Klavier auf Geige umgeschrieben sind, aufgenommen. Und jedes Mal, wenn ich seine Musik höre, das berührt mein Herz. Also mit ihm würde ich gerne plaudern, wie er das gemacht hat, wie wirklich sein Leben war und wie hat man in diese Zeiten gelebt. Mhm. Und von wo hat er seine Inspiration genommen? Okay. Welche Internet-Resource hat für dich persönlich einen hohen Mehrwert? Was ich sehr oft und gerne benutze, sind natürlich wegen Sprachkenntnissen alle Übersetzungsprogramme und künstliche Intelligenz, die sehr hilfreich ist zurzeit. Ja. Welches Buch liest du aktuell oder hast du als letztes gelesen? Worum geht es darin und kannst du es empfehlen? Ja, also ich mag alle diese neue Quantenphysiker von Dispenza, Greg Braden, und das Letzte, was ich gerade lese, ist von Dispenza, das sei übernatürlich. Und kannst du empfehlen, oder? Das kann ich sehr empfehlen. Alle seine Bücher sind sehr gut, aber diese Werde übernatürlich hat sehr viele auch Tipps von ihm, wie er damit umgeht. Er macht das ein bisschen, sagen wir, auf seine Art, aber viel mit Meditation. Und Meditation ist letztendlich auch eine Art von Frequenz und Schwingung. Mhm. Wobei für mich ist immer, in Meditation kannst du dich entspannen und sobald wie du raus bist, in normalem Leben funktionieren wieder andere Gesetze. Ja. Und ich mag Methoden, die mit offenen Augen stattfinden. Weißt du, dass du im Hier und Jetzt sofort kreierst und nicht nur, wenn du dich entspannt und in Lotus-Sitz sitzt. Also das sind verschiedene Richtungen. Podcast Nation, das Buch verlinken wir natürlich in den Shownotes. Und wenn du auf Hörfutter stehst, dann hol dir jetzt gleich dein kostenloses Hörbuch auf tomstalktime.com/audiobooks. Dort kannst du dir fast jedes Audiobook im kostenlosen Probeabo runterladen. tomstalktime.com/audiobooks. Zum Schluss noch zwei recht persönliche Fragen. Die erste davon, was ist dein größter, bisher noch unerfüllter Lebenswunsch? Mein größter unerfüllter Lebenswunsch ist, Da rattern die Gedanken? Rattern die Gedanken, jetzt mache ich mir ganz schnell mein Korn, dass ich meine Gedanken stoppe. Korn ist diese Zen-Meditations-Gedanke, wo du dein Verstand so austricksen muss, dass er dir endlich Ruhe und Pause gibt. Mhm. Weißt du, mit den Wünschen jetzt, also das, was ich aktuell habe, ist wirklich diese Online-Business oder Online-Kurse, Online-Programme, weil ich möchte mehreren Menschen die Zeit ersparen. Das ist wirklich so eine sehr große Bedürfnis für mich, dass Menschen, die vielleicht nicht so viel Geduld und Geld und so lange Atem haben und tausende Methoden kennenzulernen und durch die Welt zu besten Leuten zu fahren, so eine Abkürzung zu geben, so eine Resümee, weil es geht alles viel schneller. Bloß ich habe lange gesucht und man kann diesen Weg abkürzen. Und wenn ich so in mich reinfühle, würde ich sagen, ja, das ist mein aktueller sehr großer Wunsch. Okay, dann drücke ich dir dafür schon mal die Daumen, dass er in absehbarer Zeit in Erfüllung geht. Die letzte Frage, welche drei Tipps würdest du deinem 20 Jahre altem Ich mit auf den Weg geben und warum genau diese? Also das ist ja klar, sei immer wirklich dir treu, träume groß, das ist das Wichtigste und jede Fehler, jede vielleicht nicht gelungene Sache ist nur Ansporn für den nächsten Schritt. Also immer aufstehen und weitergehen. Das bringt immer zum Erfolg, weil Erfolg ist das, was erfolgt, wenn man sich selbst folgt. Ja. Das trifft ziemlich auf den Punkt. Ja, genau. Und Tom, nochmal zurück zu dir. Mhm. Du warst so diese Person, die diese auch Meilenstein für mich gemacht hat. Und du weißt von dir, wenn du etwas möchtest,
musst du wirklich auch zu diesem Ziel entsprechende Schritte machen. Ja. Und das ist alles. Das stimmt. Sich einfach nur reich meditieren funktioniert nicht. Das ist sicherlich ein Baustein davon, aber nicht der einzige Baustein. Da muss noch. Ja, klar. Und schau mal, warum nicht? Weil dieses Meditieren oder Visualisieren, warum passiert, wenn Menschen so viel gelesen haben über Secret? Natürlich, du denkst, okay, jetzt stelle ich mir vor, ich fühle und so weiter, aber wieso funktioniert das nicht? Weil du berührst nur eine Ebene. Das ist diese wie meine Geige. Die Geige, um zu schwingen, braucht zwei Ebenen, genau der Körper. Also du musst es mit Körper und mit den unsichtbaren Welten, Gedanken und Vorstellungen arbeiten. Dann hast du auch Resultate. Ja, das ist richtig. Morgenstatter, es hat einen Riesenspaß gemacht, dir zuzuhören. Wirklich ein sehr interessantes Thema, diese Kombination von Musik und Psychologie oder Musikinstrument und Psychologie zusammen, finde ich wirklich sehr spannend. Gib unserer Podcast Nation doch noch so einen letzten Tipp mit auf den Weg und verrat uns noch, wie wir dich am besten erreichen können. Also meine am schnellsten jetzt ist bei Facebook, meine Gruppe heißt Lebensträume spielend verwirklichen mit deinem Körper als Instrument. Mhm. Und da sind viele Informationen, Kontakt zu mir mit Messenger, da steht auch meine Webseite und alle sämtliche Informationen. Okay, perfekt. Und du hast verraten, du hast noch ein Goodie für uns mitgebracht. Ja. Weil ich liebe Menschen erstens zu beschenken und vor allem ich liebe, dass Menschen in meiner Anwesenheit sich gut und volle Freude fühlen. Mhm. Also ich schenke jedem, der sich bei mir meldet, ein 30-minütigen so Coaching-Gespräch, wo ich mit meinen Fähigkeiten versuche, das Problem, was die Menschen mir anvertrauen, so ein bisschen schon zu zeigen, wo die Ausgänge und Möglichkeiten sind, das schnell zu verändern. Wunderbar, sage ich dir schon mal hier für ein großes Dankeschön. Ach Tom, ich danke dir und vor allem danke für diese schöne Atmosphäre mit dir. Du hast in deinem Energiefeld ebenso viel Leichtigkeit und Begeisterung und das natürlich fängt gleich an, das zu schwingen zwischen uns im Sinne, im normalen Sinne. Und das war schön. Sehr angenehme Art, so ein Interview mit dir zu führen. Danke dir. Dankeschön, das sind ganz liebe Worte. Und Podcast Nation, du weißt ganz genau, dass du alle wichtigen Infos und Links zu unserem heutigen Interview auf tomstalktime.com finden kannst. Gib einfach die Episodennummer 797 oder, ja, jetzt kommt der harte Punkt, den Namen Margojata Sagoston in das Suchfeld ein. Oder vermutlich wird es einfacher sein, wenn du einfach reinschreibst, Lebenstraum verwirklichen oder eben nach der Episodennummer 797 suchst. Und dann kommst du sofort auf die Seite hier zu unserem Interview und haben dort natürlich alles verlinkt. Wenn dich das Thema auch interessiert und du einfach sagst, Mensch, die Margojata hat jetzt so ein paar Dinge gesagt, das hat mich wirklich getoucht und das ist bei mir ähnlich und das, da möchte ich eine Lösung für haben, dann kann ich dich nur ermutigen, buch dir jetzt einfach das kostenlose 30-minütige Coaching-Gespräch mit ihr. Ihre WhatsApp-Nummer bzw. Handynummer haben wir hier auch in den Shownotes verlinkt. Und dann kannst du direkt mit ihr in Kontakt treten. Margojata, bei dir nochmal vielen Dank, dass du dir so viel Zeit genommen hast, mit uns dein Wissen, deine Erfahrung geteilt hast. Die Podcast Nation grüßt dich und ich freue mich auf unseren weiteren Kontakt. Ach, das würde mich auch sehr freuen. Und dir auch alles Liebe, alles Gute, träum weiter groß, erfülle deine Träume, lächle und sei glücklich. Das mache ich. Danke, dass du hier warst. Ciao. Vielen Dank, dass du heute wieder beim Erfolgspodcast dabei warst. Komm rüber auf unseren Blog tomstalktime.com und schau, was wir dort noch Schönes für dich haben. Kostenlose Trainings, die Top-Buchempfehlungen unserer Interviewpartner und noch vieles mehr. Und wenn du jetzt eine Idee hast, wen du mit dieser Episode inspirieren könntest, dann hilf mir, diese Goldstückchen zu verbreiten und leite ihm den Link zur Episode jetzt doch einfach weiter. Und zu guter Letzt denke immer daran, wer will, findet Wege. Wer nicht will, findet Gründe. Ciao. Dein Tom.